Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Winter Resort Simulator. Wie versprochen habe ich etwas weitergespielt, damit wir ein bisschen Kapital aufbauen. Es hat auch sehr schön funktioniert, sodass wir trotz des aktuell vorhergesagten Wetters für den heutigen Tag mit Schneefall es riskieren werden und investieren werden. Wir werden unser Skigebiet erweitern. Kredit könnten wir nehmen, haben mittlerweile auch ein schön hohes Limit, was wir an Kredit nehmen könnten. Aber da wir erstmal nur pachten werden, also mieten, sollte es so funktionieren. Und zwar werden wir uns die C, Lift C kaufen, also mieten, und das ist die Falkeneckbahn. Die haben wir hier. 2600 Euro kostet uns das pro Tag. Das müssen wir natürlich erstmal reinkriegen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen. Ja, in dem Fall kostet es uns erstmal noch mehr, aber das machen wir. Da hinten sehen, was er dann schon stehen. Da müssen jetzt natürlich auch gucken, welche Piste gehört jetzt hierzu. Das ist einmal die Piste mit der Nummer 4. So, wir sind jetzt zwar im Minus, aber das ist ein Risiko, was wir, denke ich mal, eingehen können. Ja, Piste Nummer 4 ist gerade noch als geöffnet angezeigt. Stellen wir mal sofort auf in Vorbereitung. Also wir sind jetzt nicht im Minus, sondern im Minus von der Bilanz, weil wir seit dem letzten Abrechnungszeitraum her mehr ausgegeben haben, als wie wir eingenommen haben. Da aber insgesamt vom Kontostand sind wir noch im Plus. Jetzt kurz mal Handbremse und nachgucken, wie wir jetzt
runterkommen. Okay. Am kürzesten ist es über Piste 4 zu fahren auf die 7a. Oder über die 6. Ja, müssen wir mal schauen. Hier die Piste darunter können wir uns aktuell nicht kaufen. Dazu fehlt uns das Geld, beziehungsweise das Geld, um ein vernünftiges Fahrzeug dann auch mit anzuschaffen, mit dem wir in der Lage wären, diese Piste zu präparieren. Ich steuere das Fahrzeug jetzt erstmal hier ab. Und ja, begeben uns einmal auf dem direkten Weg nach unten. Wir können ja auch Skifahren. So, dann wollen wir doch mal unsere neue Errungenschaft in Betrieb nehmen. Man sieht auch schon so kleine Unterschiede. Das hier ist keine Gondelbahn, sondern eine Sesselbahn. Da jede Bahn ihre Eigenheiten hat, werden wir hier jetzt natürlich wieder das Tutorial benutzen. Okay. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie das Beschicken der Falkeneckbahn funktioniert. Okay. Jetzt war ich wieder was zu schnell.
Ah ne, hat er gecheckt. Verschicken, setzen, schließen. Licht an. Sehr gut, nun müssen wir die Weiche in der Bahnhofsausfahrt einschwenken, damit die Kabinen aus dem Bahnhof auf die Strecke fahren können. Let's go! Ah, es läuft jetzt hier. Stellen wir da um. Als nächstes müssen wir den Bahnhof Start klar machen. Öffne das Tor und schalte den Bahnhof ein. Jo. Da sehen wir auch schön, wie die Weiche einschwenkt. Okay, Steuerspannung ein. Okay, jetzt müssen wir da ganz hin. Weiche 4 nach rechts. Also auf Ausschwenken. Okay. Weiche 5 nach links, also einschwenken. Der Bahnhof ist jetzt fertig vorbereitet, nun können wir die Bahn in Betrieb nehmen. Okay, here we go. Anwurf. Was kommt jetzt? Quittieren. Ah. Ah. Starten. Die Bahn läuft nun. Jetzt schicken wir den ersten Sessel auf die Strecke. Ich bitte da doch drum. Gleich danach müssen wir den ersten Sessel markieren, damit ein Signalton ertönt, wenn sie in der Talstation ankommt. Wir sind doch in der Talstation. Okay, Start. Gute Arbeit, der erste Sessel ist jetzt SIS markiert. Sobald er in der anderen Station ankommt, ertönt ein Warnton, sodass die Bediensteten dort Bescheid wissen. Jo. Sobald der erste Sessel wieder in der Talstation ankommt, ertönt ein Warnton, wenn er dann bis zur Weiche vorgefahren ist, bleibt die Bahn automatisch stehen. Also sehr idiotensicher das System. Sobald alle Sessel das mittlere Gleis verlassen haben, müssen wir die Weiche 4 einschwenken, um die Sessel vom dritten Gleis zu holen. Okay. Also wir müssen auf mehr achten. Wo lief Weiche 4? War es die Weiche hier hinten? Ja. Verlassen, ja, ja. Nach links einschwenken. Die Sessel vom dritten Gleis fahren automatisch in die Bahn. Im Moment hast du alles erledigt. Sehr schön. Nicht umnieten lassen. Wir können ja in der Zwischenzeit kurz einen kleinen Kontrollgang machen. Ja, sieht alles gut aus. Ja, hier die Weichen sehen auch gut aus. Hier scheint auch alles zu passen.
Das Risiko, was wir jetzt ganz klar haben, ist dadurch, dass es schneit, kommen natürlich weniger Gäste, dass wir weniger Gewinn machen und darüber aufpassen müssen, dass wir im Plus bleiben und nicht bankrott gehen. Eigentlich sollte durch die zweite Bahn sich unser Problem beheben, dass wir eine zu hohe Auslastung auf der Dorfbahn haben und sich die Gäste so stark beschweren. Ah, da kommt der erste Sessel. Weil hier fährt ja gerade auch schon der letzte Sessel aus. Aller Warnton. Der erste Sessel ist wieder da. Lasse die Bahn nun noch so lange weiterfahren, bis sie von alleine stehen bleibt. Jo. Sobald die Bahn steht, können wir wieder auf Normalbetrieb umstellen. Ganz normal. Wieder auf Umlauf setzen. Bahnhof abschalten. Licht ausmachen. Gut gemacht. Schließe nun das Tor und begib dich zurück in den Kommandoraum. Jo. Okay. Ganz normal Parksystem, Visualisierung. Das wieder deaktivieren. Sehr gut. Nun wird die andere Station auf besetzt gestellt. Dazu müssen wir den Bediensteten anrufen. Klar, ganz normal. Anlage ist noch Servicebetrieb. Jetzt auf Fahrgastbetrieb setzen. Fast geschafft, nur noch anfahren und der Skitag kann beginnen. Bla bla bla. Das Übliche. Quittieren. Starten. Sobald der Bedienstete in der anderen Station das Anfahren bestätigt hat, geht es los. Sicherheitsprozedere, das ist geschehen. Ja, das Übliche, nicht volle Fahrgeschwindigkeit. Wir dürfen nicht vergessen, den Zustiegsbereich noch auf den Fahrgastbetrieb vorzubereiten. Klar. Gut, dass die Absperrungen da stehen. Gute Arbeit, du hast die Bahn soeben erfolgreich beschickt. Ja, und damit haben wir 10.000 Euro plus gemacht. Wo wir jetzt auch einmal gucken, was uns denn Piste 7 kostet. Nein. Da macht es mehr Sinn, die zu kaufen. Risiko. Und die 7a kaufen wir auch. Sodass uns hier diese rote selbst gehört. Und wir eine Verbindung haben. Ihr seht hier schön auch dargestellt, der Zustiegseinteiler läuft. Und das Förderband, das Zustiegsförderband hier arbeitet. So, aber das soll es mit dieser Folge dann auch schon gewesen sein.
Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, habe ich die Piste, unsere neuen Pisten, soweit präpariert. Und die Dorfbahn wird auch schon beschickt sein. Kann sein, dass sie dann halt schon beschickt ist. Kommt drauf an, wie lange das Präparieren dauert. Aber im Verlauf dieses Ingame-Tages werden wir uns definitiv wiedersehen. Dann. Und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, lasst ein Abo auf dem Kanal da. Und falls ihr konstruktive Kritik habt, Verbesserungsvorschläge für Sound, sonst was, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und damit, tschüss, bis zum nächsten Mal.